Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Standardfrage, was gibt's Neues im All? Jede Menge, wie üblich. Ich meine, wir können natürlich zum x-ten Mal über Gravitationswellen sprechen, aber vermutlich alle, die Wissenschaft hören, haben vermutlich schon alles gehört, was man über Gravitationswellen hören kann. Ja, ich habe ja auch den großen Podcast-Scoop gemacht und habe tatsächlich am Abend der Entdeckung, also am Abend der Pressekonferenz, sogar noch ein Interview mit einem der Wissenschaftler machen können, der an dieser Entdeckung beteiligt war. Also waren ja über 1000. Mit einem davon habe ich geredet für den Resonator. Das war auch ganz interessant. Ich habe mich am Abend der Entdeckung im Jener Irish Pub betrunken. Also ganz unabhängig von der Entdeckung, aber es hat sich gerade ergeben. Auch nicht schlecht. Also, ja, das mache ich dann beim nächsten großen Durchbruch. Welcher wird das sein? Was wird das nächste große Ding sein? Das nächste große Ding? Eine gute Frage. Es gibt so viele große Dinger. Vor allem im Weltall, da ist genug Platz für große Dinger. Ja gut, die fliegen da rum, das musst du jetzt naturgemäß sagen. Ich dachte jetzt eher so, was ist die nächste große wissenschaftliche Entdeckung oder wissenschaftliche Durchbruch? Es kommt darauf an. Also, es gibt ja wir können logischerweise nur über die Dinge reden, von denen wir wissen, dass wir sie noch nicht wissen. Es gibt ja diese Known Unknowns und Unknown Unknowns. Also ja. Es kann sein, dass das nächste große Ding etwas ist, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es überhaupt großes Dingpotenzial hat. Das stimmt, also, das kann gut sein. Also ich habe gerade eine Sendung über Genforschung veröffentlicht, wo ich gelernt habe, wie CRISPR-Cas funktioniert. Das ist eine Möglichkeit, gezielt Gene auszutauschen, also im Genom einzelne Sequenzen auszutauschen. Da haben die auch nicht mit gerechnet, als sie das gefunden haben damals. Ja, aber es ist gerade von den bekannten offenen Fragen. Ich meine, da gibt es natürlich die Klassiker dunkle Energie und dunkle Materie. Ja. Und ich glaube, dunkle Materie wird vielleicht nicht das nächste große Ding werden, aber es wird auf jeden Fall ein großes Ding werden. Also dunkle Materie herauszufinden, woraus die besteht, das ist wirklich was, von dem ich eigentlich überzeugt bin, dass es so in den nächsten 10 Jahren stattfinden wird. Also das ist wirklich was, das können wir uns erarbeiten, ja, diese Sache. Also da muss man wirklich nur genug irgendwie Teilchenbeschleuniger, Satellitenbeobachtungen machen. Also diese Antwort können wir uns erarbeiten. Haben wir denn eigentlich schon eine vage Ahnung? Ja, darum meine ich. Also bei dunkler Materie haben wir nicht nur eine vage Ahnung, wir haben auch schon sehr gute Ahnungen um Modelle und alles, was das für Teilchen sein könnten. Und wir müssen das halt alles überprüfen. Und das, wie gesagt, glaube ich, ist möglich. Bei der dunklen Energie, das ist wieder ein komplett anderes Ding. Die dunkle Energie, da haben wir nicht mal eine vage Ahnung. Ja? Ist das ein Unterschied? Ich dachte, dunkle Energie wäre einfach synonym zu dunkler Energie. Wie oft haben wir, haben jetzt bei Folge 45, glaube ich, sind wir schon für Wissenschaft. Ja? Und nee, oh Gottes Willen, dunkle Energie und dunkle Materie, abgesehen davon, dass zweimal das Wort dunkel vorkommt, haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich habe wirklich gar all die Jahre gedacht, das sei synonym. Ja, jetzt nein, hast überhaupt nicht. Ja. Bildung. Erstmal habe ich da extra, ich habe da schon x Blogartikel drüber geschrieben und Podcast gemacht, verlinke ich dann alle auch oder gerne. Aber seit wir diese Sendung machen, lese ich ja so ungern deinen Blog, weil das so viel dann vorwegnimmt von dem, was ich mir von dir schon schön erzählen lassen kann. Okay, ich probiere es mal irgendwie halbwegs kurz zu machen. Also dunkle Materie, die Idee stammt aus den 30er Jahren. Ja, da hat der schweizer-amerikanische Astronom Fritz Zwicky Galaxien in Galaxienhaufen untersucht, wie schnell die sich bewegen, hat deren Geschwindigkeit gemessen und gemerkt, die bewegen sich verdammt schnell. Und eigentlich viel schneller, als sie es tun sollten, weil die bewegen sich halt, weil sie sich bewegen, Eigenbewegung, werden aber auch durch die Gravitationskraft der jeweils umliegenden Galaxien in dem Galaxienhaufen gebremst. Ja? Wenn die sich zu schnell bewegen, dann fliegen die auseinander. Also genauso wie wenn die Planeten aus irgendeinem Grund, wenn du die Planeten beschleunigen würdest in unserem Sonnensystem, würden die alle nicht mehr an die Sonne gebunden sein und würden in alle Richtungen davon fliegen. Ja. Tun sie aber nicht, weil sie sich halt in der richtigen Geschwindigkeit bewegen. Und der hat festgestellt, die Galaxien in diesem Galaxienhaufen bewegen sich so schnell, dass sie eigentlich schon längst aus dem Galaxienhaufen rausgeflogen sein müsste. Also der Galaxienhaufen hätte sich schon längst aufgelöst haben müssen. Hat er aber nicht, weil offensichtlich da mehr Materie ist, als man sehen kann. Ja, also die Materie, die man sehen konnte, die hat nicht ausgereicht. Okay, der hat sich einfach angeguckt, wie viel Gravitation macht die vorhandene Materie. Genau. Und die ist eigentlich nicht in der Lage, diese Menge an Masse zusammenzuhalten. Ganz genau. Die rumfliegt. Okay. Genau. Und er hat dann in seiner Arbeit geschrieben, da muss es eben anscheinend eine Art dunkle Materie geben. Hat er wirklich genau so geschrieben. Also dunkle Materie wäre dann also synonym zu unbekanntes, massereiches Phänomen.
Ja, oder einfach, ja, oder einfach im Prinzip, also so seltsame Gravitation, kann man auch sagen. Okay. Ja, wenn man es noch unbedingt ist, weil damals war es noch nicht wirklich so festgelegt. Spukhafte Ferngravitation. Ja, man muss nicht übertreiben. Aber jedenfalls ist dann dieser Befund dann auch weiter bestätigt worden. Also in den 60er Jahren haben dann noch andere Astronomen, verdammt, warum fällt mir der Name nicht ein? Vera Rubin. Auch die hoffentlich nochmal irgendwie, wenn Fritz Zwicky ist schon tot, aber Vera Rubin hätte nochmal Chancen, einen Nobelpreis zu kriegen. Und es wird Zeit, dass mal eine dritte Frau einen Nobelpreis für Physik kriegt. Und die hat dann das Ganze auch bei Sternen festgestellt. Also sie hat festgestellt, dass auch die Sterne in den Galaxien selbst, also nicht nur Galaxien in Galaxienhaufen, sondern auch Sterne in Galaxien sich an nicht so bewegen, wie sie es tun sollten. Weil es genauso wie halt irgendwie der Merkur ist der Sonne am nächsten, der bewegt sich schnell. Die Erde ist ein bisschen weiter weg, bewegt sich langsam rundherum. Und je weiter weg du von der Sonne bist, desto langsamer bewegen sich die Dinger. Und eigentlich sollte es auch bei Sternen in Galaxien so sein. Ja? Je weiter weg vom Zentrum, desto langsamer sollten sie sich bewegen. Tun sie aber nicht. Ja? Also die bewegen sich auch nicht so, wie sie es tun sollten, wenn die Masse, die wir sehen, alles ist, was da ist. Und das ist halt dann in den Jahrzehnten seit den 60er Jahren immer und immer wieder bei vielen Galaxien auf allen Größenskalen beobachtet worden. Die kosmologischen Theorien, ja, also du kannst auch irgendwie, wenn du die kosmische Hintergrundstrahlung zum Beispiel betrachtest, die hat ja so gewisse Muster. Ja? Also du hast halt so eine gewisse Körnigkeit, wenn du diese Bilder kennst, diese WEMA-Bilder und die es da alle gibt, das ist so eine gewisse Körnigkeit, die halt zeigt, wie die Materie im frühen Universum verteilt war, diese Dichteunterschiede. Und auch da kannst du sagen, je nachdem, wenn du da gewisse Massen voraussetzt, quasi wie die Gesamtmasse im Universum war, also die Gesamtmasse, dann kriegst du verschieden starke Körnigkeiten, das ist vereinfacht zu sagen. Mhm. Ja, und da sieht man auch, dass quasi wenn die Materie, die wir sehen können, alles ist, was von Anfang an vorhanden war, und das muss ja so sein, weil es kann ja nicht irgendwie neue Materie plötzlich dazukommen oder irgendwie aus dem Universum verschwinden, sondern das muss ja, was jetzt da ist, muss ja am Anfang auch da gewesen sein. Mhm. Und auch da sieht man bei diesen kosmologischen Modellen von der kosmologischen Hintergrundstrahlung, was wieder eine komplett andere Zeit- und Größenskala ist, dass es viel mehr Materie geben muss, als wir sehen können. Also egal, ob wir es über die Beobachtung machen, ob wir es über die Teilchenphysik machen, ob wir die Kosmologie über theoretische Modelle, überall alles, was wir tun, sagt uns seit den 1930er Jahren, es muss mehr Materie geben, als wir sehen können. Mhm. Also es gab eine Zeit lang mal so eine konkurrierende Theorie, die Mond-Hypothese, modifizierte Newton'sche Dynamik, wo man wirklich gesagt hat, okay, vielleicht ist einfach unser Gravitationsgesetz falsch. Ja, ja. Ist ja auch eben, möglich. Ich meine, das hatten wir auch schon mal. Ja, jetzt so die spontanste Idee, die ich hatte, vielleicht berechnen wir Massen einfach falsch. Ja, vielleicht summieren wir Massen falsch. Ja, das hatten wir auch schon mal. Ich meine, diese Mond-Hypothese, die auch in den 70er Jahren oder sowas aufgestellt worden ist, die besagt eben, dass bei sehr, sehr geringen Beschleunigungskräften, also wenn es wirklich darum geht, dass wirklich sehr, sehr schwache Gravitationskräfte, dass da eben dieses 1 durch R Quadrat Gesetz nicht mehr exakt stimmt, sondern irgendwie anders formuliert werden muss, war eine Zeit lang mal möglich. Mittlerweile sind so gut wie alle davon abgekommen, das für vernünftig zu halten, weil man mittlerweile weiß, dass sich auch mit dieser Mond-Hypothese nicht alles erklären lassen kann. Und man kann ein bisschen was damit erklären von den Befunden, aber so wie es momentan aussieht, brauchst du selbst, wenn du eine Mond-Variation bei deinem Gravitationsgesetz annimmst, immer noch dunkle Materie. Mhm. Ja, und das ist natürlich, dann bleibt man gleich bei der dunklen Materie, anstatt das dann noch komplizierter zu machen. Und das, wie gesagt, ist halt der Stand, der aktuelle Stand. Und wir wissen auch, wie gesagt, von den diversen teilchenphysikalischen Hypothesen, da gibt es halt von diesen supersymmetrischen Modellen und so weiter, gibt es jede Menge Hypothesen, wo noch unbekannte Teilchen vorhergesagt werden. Und auch diese Teilchen haben im Prinzip die Eigenschaften, die dunkle Materie haben muss. Ja? Ja. Und also dunkle Materie-Teilchen, man geht eben davon aus momentan, dass dunkle Materie eben aus einer unbekannten Art von Elementarteilchen besteht. Gibt auch immer wieder, wenn die Leute vermuten dann oft gerne, dass halt dunkle Materie wirklich im buchstäblichen Sinne dunkle Materie ist, ja, also einfach irgendwie ein schwarzes Loch oder irgendwie ein Planet, der nicht leuchtet, also einfach irgendwie Materie, die halt einfach dunkel ist. Ja. Das, wie gesagt, das wird auch nicht funktionieren, weil irgendwie ein schwarzes Loch war ja nicht immer ein schwarzes Loch, das war ja früher mal ein Stern. Mhm. Sterne müssen entstehen, die entstehen aus normaler Materie und so weiter. Und wir wissen halt, du brauchst irgendwie fünfmal mehr dunkle Materie als normale Materie. Und so viel Zeug war nicht da, aus dem Sterne entstehen hätten können. Außerdem würde man das merken, wenn da so viele schwarze Löcher rumfliegen würden durch Gravitationslinseneffekt und so weiter. Also all die Hypothese, das nennt sich die Macho-Hypothese war das, dass die dunkle Materie aus Massive Compact Halo Objects besteht, also halt im Prinzip großes, dunkles,
Zeugs. Okay. Das war die erste Macho-Hypothese. Die hat man eben mittlerweile schon ausgeschlossen. Und jetzt ist man bei der WIMP. Ja, also Macho gegen WIMP, waren wieder die astronomischen Wortspiele. Ich wollte gerade sagen, da sitzt doch auch einer feixend in irgendeinem Keller und denkt sich wahrscheinlich diese Sachen aus. Ja. WIMPs sind die Weakly Interactive Massive Particles, also schwach wechselwirkende Teilchen. Und also zum Beispiel Neutrinos, ja. Also Neutrinos sind dunkle Materie. Mhm. Ja, also nicht nur, also die sind nicht so ähnlich wie, sondern Neutrinos sind dunkle Materie. Die haben exakt die Eigenschaften, die dunkle Materie hat. Neutrinos, das heißt, sie haben eine Masse. Sie haben eine geringe Masse, sie sind Elementarteilchen und sie wechselwirken so gut wie nicht mit dem Rest der Materie. Ja, weil das ist ja das Ding, dunkle Materie kann nicht elektromagnetisch wechselwirken, weil sonst würden wir sie sehen, sonst wird eben, selbst wenn das irgendwie nur irgendwie unsichtbarer, dünner Staub wäre oder sowas, wird sich aufheizen. Aber sie sind in der Lage mit den Massen unserer... Genau, also mit allen sichtbaren Massen in unserem Universum zu interagieren. Mit jeder Masse. Dunkle Materie wechselwirkt gravitativ. Okay. Ja, aber nicht elektromagnetisch. Ja, und vermutlich wechselwirkt dunkle Materie noch über die schwache Kernkraft. Bei der starken, glaube ich, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber sie wechselwirkt auf jeden Fall nicht elektromagnetisch. Das heißt, Licht ist für dunkle Materie vollkommen egal. Geht einfach glatt durch, wird nicht absorbiert, wird nicht reflektiert. Also eigentlich wäre unsichtbare Materie der bessere Begriff, aber dann machen alle nur blöde Witze über die Astronomen, wenn wir irgendwie von unsichtbarer Materie anfangen. Drum bleibt man wahrscheinlich eher lieber bei dunkler Materie. Ja. Aber wie gesagt, diese WIMPs, das ist diese Teilchen mit solchen Eigenschaften eben gibt es im Neutrinos. Wir wissen halt, dass es nicht genug Neutrinos gibt im Universum, um das komplette Aufkommen von dunkler Materie zu erklären. Aber eben solche Teilchen wie Neutrinos geht man eben davon aus, dass die dunkle Materie ausmachen. Und da, wie zum Beispiel eben die Supersymmetrie, ja, die sagt vorher, dass es da irgendwie so ein Teilchen gibt. Ich glaube, das ist das S-Neutrino oder das Higgsino. Also ein paar so Teilchen aus dieser supersymmetrischen Theorien, die da vorhergesagt werden, die könnten genau diese Rolle spielen. Also wir haben da wirklich schon gute Ansätze, welche Teilchen das sein könnte. Es gibt Experimente, jede Menge, also teilchenphysikalische Experimente, nicht nur am CERN, sondern auch anderswo, die genau nach solchen Teilchen suchen. Und wie gesagt, es gibt astronomische, wir haben immer mehr astronomische Beobachtungen, die uns immer genauer sagen, wie dunkle Materie sich verhält. Und da, wie gesagt, das ist wirklich was wir uns erarbeiten können. Also in den nächsten 10, 15 Jahren, bin ich eigentlich überzeugt, haben wir das Ding raus mit der dunklen Materie, aus was die besteht. Dunkle Energie ist was komplett anderes. Die hat man erst 1998 rausgekriegt. Ja, also da vor allem... Die haben auch gar nicht damit gerechnet. Das war so ein Ding, mit dem man nicht gerechnet hat. Bei der dunklen Energie ging es erstmal darum, dass Wissenschaftler herausfinden wollten, wie sich die Expansion des Universums verändert. Ja, also wir wissen ja, das Universum dehnt sich aus. Ja. Und die damalige Auffassung war... Ich muss gerade lachen, es gab diesen, was war das, der Stadtneurotiker mit Woody Allen? Richtig, wo der Junge aufgehört hat, Hausaufgaben zu machen, weil das Universum expandiert und darum sowieso alles sinnlos sei. Kann man, wenn man Woody Allen ist, kann man das so machen, aber nee, also wie gesagt, das Universum dehnt sich aus, ja. Und die Ausdehnungsrate verändert sich, ja. Und man ging davon aus, dass quasi das Universum sich immer langsamer und langsamer ausdehnt, weil ja der Expansionskraft quasi die Gravitationskraft der Masse entgegenwirkt. Ja? Also das Universum dehnt sich aus und die ganze Materie im Universum mit seiner Gravitationskraft will sich wieder zusammenziehen. Ja? Das war die Hypothese damals. Also das Universum dehnt sich aus, irgendwann wird immer langsamer, 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 irgendwann bleibt es vielleicht stehen und zieht sich wieder zusammen und es gibt dann nach dem Big Bang den Big Crunch, hat man da gesagt. Ja? Also das war halt so eine der möglichen kosmologischen Abläufe. Und in den 90er Jahren hat man sich gedacht, okay, wir könnten das ja vielleicht überprüfen. Und zwar, indem wir Supernova-Explosionen betrachten. Ja. Denn bei einer Supernova wissen wir erstens, können wir sehr gut feststellen, wie weit die entfernt ist. Weil die ist also eine bestimmte Art von, es gibt verschiedene Arten von Supernova-Explosionen und eine Art von Supernova-Explosion, die läuft immer auf die gleiche Art und Weise ab. Die wird durch den gleichen Vorgang ausgelöst, wenn da irgendwie Zeugs auf einen weißen Zwerg drauf fällt und so weiter. Also ich will nicht in Details gehen, aber im Prinzip, die läuft genau auf die gleiche Art und Weise ab. Deswegen kannst du von vornherein, du weißt immer, wie hell die intrinsisch ist. Ja? Also wenn du wirklich davor stehen würdest, wäre diese Supernova immer, egal wann und wo die abläuft, wäre immer genau gleich hell. Jo. Und wenn wir die jetzt irgendwie beobachten am Himmel, dann können wir aus der Helligkeit, wie sie uns erscheint, sofort rausfinden, wie weit sie weg ist. Weil sie halt vor Ort immer gleich hell ist, ist die Helligkeitsabschwächung allein durch die Entfernung bedingt. Jo.
Bei Sternen ist das ja anders. Bei Sternen, wenn ein Stern schwach leuchtet, dann kann er schwach leuchten, weil er klein ist und nahe oder groß ist und weit weg und so weiter. Das wissen wir halt nicht. Aber bei den Supernova wissen wir, wenn die dunkel sind, die sind einfach je weiter weg, desto dunkler sind die. Und wir können das direkt umrechnen. Das heißt, bei dieser Supernova können wir sehr leicht die Entfernung bestimmen. Das ist der erste Punkt. Und wir können, wenn wir dann die Spektrallinien vermessen und so weiter, dann können wir auch messen, wie schnell die sich halt irgendwie von uns wegbewegen. Das heißt, wir können bei diesen Supernovas Entfernung und Bewegungsgeschwindigkeit messen. Und das Schöne in der Astronomie ist ja, je weiter weg du guckst, desto weiter guckst du in die Vergangenheit. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie eine nahe Supernova betrachten und sehen, die bewegt sich so und so schnell von uns weg, dann wissen wir, okay, vor, weiß nicht, je nachdem, also momentan in dieser Entfernung, weil es war das Universum, wie die Supernova da explodiert ist, da war das Universum gerade ein bisschen jünger, als es jetzt ist. Da hat es sich so schnell ausgedehnt. Wenn wir eine Supernova sehen, die 10 Milliarden, wo das Licht 10 Milliarden Jahre unterwegs war, dann schauen wir halt schon wesentlich weiter in die Vergangenheit zurück und können schauen, wie schnell das Universum sich damals ausgedehnt hat, wenn wir die Geschwindigkeit messen. Mhm. Das heißt, mit diesem Supernova-Durchmusterungsprogramm ist es eben möglich herauszufinden, wie schnell sich das Universum in der Vergangenheit ausgedehnt hat und wie sich das verändert hat. Das war jetzt irgendwie technisch gar nicht so leicht zu lösen, eine Supernova, weil die kann man nicht vorhersagen. Das heißt, man hat da wirklich sehr, sehr gute Durchmusterungsprogramme gebraucht und sehr, sehr gute Algorithmen und alles, um möglichst viele Supernova zu entdecken. Aber das haben dann zwei Truppen geschafft, aus den USA und aus Australien, unabhängig voneinander. Und beide sind gleichzeitig unabhängig voneinander zu einem Ergebnis gekommen: Das verdammte Universum wird nicht langsamer, sondern schneller. Das heißt, es muss irgendeine Energie geben, die das treibt. Genau, also man hat gemerkt, dass das Universum quasi so, ich glaube, vor knapp 5 Milliarden Jahren, ungefähr 5 Milliarden Jahre waren es, glaube ich, hat es angefangen, immer schneller und schneller zu expandieren. Also genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hat. Es ist nicht immer langsamer geworden, sondern immer schneller geworden. Und wie gesagt, die haben auch dann, ich glaube, 2011 den Nobelpreis bekommen für diese Beobachtung, für diese Entdeckung. Mhm. Aber was eine Erklärung angeht, haben wir halt immer noch im Wesentlichen keinen blassen Schimmer. Also eine Hypothese ist halt, dass es mit, weil das Einzige, was wirklich immer, wenn diese Energieexpansion wird immer mehr. Und das Einzige, was sonst noch immer mehr wird im Universum, ist Raum. Ja, also wenn das Universum expandiert, ist es nicht so, dass der Raum quasi immer weiter und weiter gestreckt wird, sondern vereinfacht gesagt, es kommt immer neuer Raum dazu. Ja, also je größer das Universum wird, desto mehr Raum hast du. Und wenn du sagst, im Raum steckt Energie und je größer das Universum wird, desto mehr Energie steckt dann drin. Und diese Energie sorgt dann halt dafür, dass das Universum expandiert. Das ist halt eine dieser Hypothesen. Das Problem ist halt, du kannst mit der Quantenmechanik ausrechnen, wie viel Energie in so einem Stück Raum steckt. Mhm. Und kannst das dann daraus dann eine Expansionsgeschwindigkeit berechnen, kannst das vergleichen mit dem, was man beobachtet, und kommst dann halt, hast du sicher schon mal gehört, auf diesen berühmten, größten Unterschied jemals zwischen einer theoretischen Vorhersage und einer Beobachtung. Ich glaube, der Unterschied zwischen Theorie und Beobachtung liegt irgendwo so bei 10 hoch 100. 20 oder sowas. Wow. Größenordnung. Also das ist halt wirklich, ja, also maximal falsch. Ja. Ja. Was halt unter anderem daran liegt, dass das eben genau eins der Bereiche ist, wo wir eben eine Quantentheorie der Gravitation bräuchten. Ja? Ja. Also wir haben der Raum, die Raumenergie ist Quantenmechanik, Expansion ist Gravitation, und wir brauchen eine Theorie, die beides kann. Und die haben wir halt nicht. Und wir haben noch keine wirkliche Ahnung, wie sowas ausschauen sollte. Und im Gegensatz zur dunklen Materie, wo es halt im Prinzip reine Arbeit ist, die wir noch zu erledigen haben, da brauchen wir irgendein Genie, das halt so plötzlich wie Einstein oder sonst irgendwie ankommt und uns eine neue Theorie der Quantengravitation hinlegt. Das kann morgen sein, das kann in 100 Jahren sein. Also da gibt es auch keine wirklich vernünftige Strategie in der dunklen Materie, wo man darauf hinarbeiten kann. Das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, was man machen kann, ist dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen Wissenschaft machen können. Ja? Also nicht nur irgendwie reiche Kinder von Eltern aus Europa, sondern irgendwie überall auf der Welt. Möglichst, ja, weil wer weiß, ob nicht irgendjemand in Sub-Sahara-Afrika gerade die Idee im Kopf hat und es gar nicht merkt. Ne? Das ist halt der einzige Weg, der mir jetzt spontan einfällt, wie man da unter Anführungszeichen gezielt auf eine Lösung der dunklen Energiesache hinarbeiten kann. Mhm. Weil da ist wirklich da brauchen wir, ja, oder
das kann auch sein, dass wir in 100 Jahren noch nicht wissen, was dunkle Energie ist, weil halt da immer noch keiner aufgetaucht ist, der eine vernünftige Theorie hat. Mhm. Aber dunkle Materie, wie gesagt, könnte das nächste oder übernächste große Ding sein. Oder was ganz anderes, von dem wir noch nicht wissen, dass es ein großes Ding sein kann. Ja. Wo wir gerade im Universum sind, mir ist in den letzten, ich weiß gar nicht warum, aber in der letzten Zeit sind mir schon wieder diese Flat-Earth-Leute über den Weg gelaufen. Ja, weil du dich bei Facebook in komischen Ecken rumtreibst, wo man sich nicht rumtreiben soll. Nee, eigentlich nicht. Also ich weiß auch nicht, woher das kam. Mal davon abgesehen, dass ich prinzipiell ja der Meinung bin, dass die einzige Antwort, die man solchen Leuten geben kann, lautet, halt den Rand, du Idiot. Ja, oder hüpf vom Rand, du Idiot. Oder hüpf vom Rand, du Idiot, das gefällt mir. Aber was sagt man denen tatsächlich? Ja, und nix. Zwar ohne zu sehr in die Kosmologie einzusteigen. Also, da fragst du am besten Wissenschaftler aus der Cornell University in New York. Mhm. Die haben nämlich eine Studie veröffentlicht, in der sie herausgefunden haben, wie man einen Facebook-Streit gewinnt. Aha. Da geht es irgendwie, hier haben 18.000 Diskussionen bei, das ist das komische Reddit-Kram, den ich nicht verstehe, wie auf dem Subreddit r/changemyview, was immer doch auch sein. Das heißt, du hast Reddit auch nicht verstanden? Nee, ich habe da einmal irgendwie so eine komische Diskussion, wie heißt das, AMA, Ask Me Anything, was habe ich immer da gemacht, aber das war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich mich da rumgetrieben habe. Ich habe es nicht wirklich kapiert. Ich bin auch mal zu sowas eingeladen worden, zu so einem AMA. Das ist dann irgendwie an Zeit oder an meiner Schlampigkeit gescheitert oder so, aber ich habe mir das dann auch angeguckt, Reddit, und ich habe das nicht verstanden. Ja, man muss ja nicht alles verstehen. Stimmt. Ja. Aber jedenfalls, die haben sich da rumgetrieben, diese Wissenschaftler aus Cornell, und haben da 18.000 Diskussionen untersucht und dann geschaut, daraus probiert eben, die eigentliche Arbeit habe ich nicht gelesen, aber die haben dann nämlich Algorithmen und sowas drüber laufen lassen und dann diverse Schlussfolgerungen drauf gezielt, wie man eben solche Diskussionen, wo es irgendwie, Wissenschaftler gegen Pseudowissenschaftler, Veganer gegen Fleischesser, Raucher gegen Nichtraucher, was soll diese typischen Facebook-Diskussionen halt. Ja, und, wo keiner sich auskennt, aber jeder eine Meinung hat. Ja, genau. Also ihre Schlussfolgerungen sind, es ist besser, sofort zu antworten, als sich länger dafür Zeit lassen. Mhm. Es ist kontraproduktiv, viel zu kommentieren. Ja? Also weil nachdem man 3-4 Mal was geschrieben hat, dann lassen sie sich so noch schlechter überzeugen, als sie es eh schon gewesen wären. Ja, Argumente soll man mit Fakten belegen, logischerweise. Forscher empfehlen Links auf seriöse Webseiten. Und man soll den Gegenüber auch nicht vorhalten, was man früher gesagt hat, weil das so als pedantische Wortklauberei rüberkommt und den anderen nur noch wütender macht. Man soll selbst nicht emotional werden, sondern sachlich bleiben. Man soll ausführlich antworten, als einfach nur kurz Blödsinn oder sonst irgendwie kurz zu widersprechen. Das muss ich auch immer sehr lachen, dass es Leute gibt, tatsächlich auch in meinem Freundeskreis, die, wenn ich irgendwas auf Facebook schreibe, glauben, einfach nur das Wort Schwachsinn, Ausrufungszeichen, wäre genügend Anlass, eine Diskussion zu beginnen für mich. Tja. Ja, und der letzte Punkt ist immer, man soll auch versuchen, das Thema eben von einer anderen Seite zu betrachten und nicht nur die Punkte quasi zu bringen, nicht nur die Punkte zu bringen, die schon da waren, sondern eben auch was Neues noch reinzubringen. Mhm. Und selbst dann funktioniert es nur bei 30% der Fälle oder sowas, jemand von dem ursprünglichen Argument abzubringen. Also kannst du vermutlich auch einfach halt den Rand oder sowas sagen. Ja, also. Stimmt. Das ist wahrscheinlich das Einzige. Ja. Kommen wir zu, wie sieht es denn eigentlich in deiner Küche aus, Florian? Oh, da ist es sehr, sehr aufgeräumt, weil ich selten, so gut wie nie zu Hause bin, und wenn ich zu Hause bin, so gut wie nie Zeit habe zu kochen. Also in meiner Küche, die ist, abgesehen davon, dass sie strukturell grauenhaft ist, weil das immer noch so eine uralte, zusammengestückelte WG-Küche ist. Mhm. Ich habe irgendwie eine Geschirrspülmaschine, die aber kaputt ist und nur die Herdplatte und die Arbeitsplatte aufrecht hält. Und die Herdplatte ist kaputt, da steht ein Induktionskocher drauf, ein kleiner. Und die Regale sind irgendwie aus Holzbrettern selbst zusammengeschraubt. Das ist ja also eine typische WG-Küche halt, die ich noch nicht geschafft habe, irgendwie noch abzudaten. Aber ansonsten ist sie aufgeräumt. Ja, meine Küche ist nicht aufgeräumt. Was ist der offensichtlichste Unterschied zwischen uns beiden? Dass ich meine Küche aufräume und du nicht. Nein, ich bin dicker als du. Aha, okay. Und das liegt an der Küche. Australische Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, schlampige Küchen machen dick.
Interessant. Sie haben sich 101 Probandinnen genommen, was ich schon mal ganz, schon mal ganz interessant finde. Also Sie haben nur Frauen befragt, weil Frauen gehören ja in die Küche, hat sich der Australier gedacht, hat dann 101 Probandinnen gefragt. Die wussten nicht, worum es geht. Die haben einfach nur gesagt, also nur zwei Gruppen aufgeteilt, haben die eine Gruppe Probandinnen, in einer schlampigen Küche warten lassen. Und die andere Gruppe in einer aufgeräumten Küche warten lassen. In beiden Küchen stand ein Teller Kekse auf dem Tisch. Und die haben gesagt, hier, wir müssen noch ein paar Minuten warten, bedient euch an den Keksen. Mhm. In der schlampigen Küche haben die Frauen doppelt so viel Kekse gegessen, wie in der nicht schlampigen Küche. Interpretation der Wissenschaftler, ich zitiere, das chaotische Umfeld löst vermutlich die geistige Einstellung aus. Alles scheint hier außer Kontrolle, also warum sollte ich mich nicht auch gehen lassen? Es kommt darauf an, wie da jetzt schlampig definiert worden war. Also wenn es eine versiffte Küche ist, dann will ich ja nicht über die Kekse drin essen. Nee, Abwasch in der Spüle, also unabgewaschenes Geschirr in der Spüle, Zeugs, das so im Raum rumliegt, also so möglichst authentisch, so wie bei mir wahrscheinlich auch. So hier steht noch ein Topf rum, weiß ich nicht. Finde ich ganz schön. Mhm. Sie meinten am Ende auch, dass sie stark annehmen, dass das Ganze auch für Männer gilt. Aber sie haben es halt mit Frauen ausprobiert. Also wenn in meiner Küche Kekse rumstehen, esse ich sie eigentlich immer auf. Ich esse immer Kekse auf, wenn sie rumstehen. Und zwar alle am Stück, darum kaufe ich keine Kekse. Ja, ich habe auch keine Kekse mehr in der Küche aus dem gleichen Grund. Aber ich überlege gerade, ob mir das sinnvoll erscheint, was die erforscht haben. Na, es passt ganz gut. Wir hatten doch letztes oder vorletztes Mal hatte ich doch das Ding, dass dicke Kellner dazu führen, dass du mehr Nachtisch bestellst. Ja, vielleicht, aber warte, wenn wir das jetzt wie kombinieren, dann ist es in Restaurants mit dicken Kellnern ist die Küche schlampig. QED. Ja. Ja. Beziehungsweise, wenn du mich mal besuchen kommst, frisst du mir den Süßigkeitenschrank leer. Das sowieso. Apropos schlampig und unaufgeräumt, und um nochmal zurückzukommen auf die Teilchenphysik. Einer der großen Ziele, die am LHC ja nach der Higgs-Geschichte sind, ist ja eben genau diese Supersymmetrie und die Suche nach dunkler Materie. Was dann jetzt eben passieren soll, wenn der LHC dann demnächst wieder mal aufgerüstet werden ist, glaube ich, soll jetzt im März bald wieder passieren, dass er wieder funktioniert. Aber dazu muss dort erstmal aufgeräumt werden. Und rate mal, was eines der aktuellen großen Probleme, nicht großen Probleme, aber eines der Dinge ist, die halt da irgendwie erledigt werden müssen. Die Röhre sauber machen. Nee, das nicht. Die Vakuumröhre ist sowieso sauber. Nee, achso, ich hätte gedacht, dass sich da vielleicht auch irgendwas an den Wänden anlagert, so wie bei so einer Fusionsmaschine oder so. Also irgendwie nee, das glaube ich, keine Ahnung, glaube ich nicht. Nee, es geht vor allem, die haben einen Kabelsalat, aber die Mutter aller Kabelsalate anscheinend. Nein, die Mutter aller Kabelsalate hat die Entrauchungsanlage am Flughafen Berlin-Brandenburg. Das kann gut sein, ja. Aber vielleicht könnten die sich dann irgendwie Nachhilfe von den Zernleuten holen. Also das Ding ist, wie gesagt, der LHC ist halt, wie es halt in dem Artikel steht, ist halt irgendwie Work in Progress. Das ist nicht so, dass man irgendwie das einmal irgendwie gebaut hat und dann war er gebaut, sondern da hat man im Prinzip, seit er da ist, halt mehr oder weniger ständig dran rumgeschraubt, ja, und abgedatet und dann natürlich auch jede Menge ersetzt. Und ich war ja mal dort am LHC und wirklich auch da in den Katakomben und bei den Detektoren und die haben da echt viele Kabel, ja, also wirklich, also da, egal wo du hinguckst, überall laufen irgendwelche Kabel lang und alles und die werden natürlich ständig ausgetauscht und oft genug hat man es aber anscheinend irgendwie quasi neue Kabel gelegt, die alten aber nicht weggetan. Und das jetzt, ist wirklich wie ein BER, das ist ja großartig. Und wie gesagt, jetzt hier schreibe ich der Kabelsalat an den Vorbeschleunigern, also das sind die kleineren Beschleunigern, die irgendwie da halt die Teilchen mal schnell genug machen, dass sie in den großen Beschleuniger dürfen. Mhm. Der ist so massiv geworden, dass kein Platz für neue Kabel mehr bleibt. Aber Sie haben noch einen Überblick, welches Kabel wohin führt? Ja, also wie 60 Techniker wurden mit der Aufgabe betreut, die insgesamt etwa 8.000 bis 9.000 überschüssigen Altkabel zu entfernen. Eine Arbeit, die sich über Jahre erstrecken wird. Bislang konnte etwa erst ein Drittel dieser Zahl ausfindig gemacht werden, Wahnsinn. Beruhend auf einer Schätzung der CERN-Techniker. Also man will die jährlichen Wartungspausen im Winter dafür nutzen, die bis zu 50 Meter langen Kabel aufzuspüren und zu entfernen und man hofft, bis 2020 fertig zu werden. Na immerhin. Ne? Das ist ja dann auch dann kompatibel mit dem 2-Grad-Ziel, das der IPCC beschlossen hat. Florian, erklär doch bitte mal, warum es den 29. Februar gibt. Warum gibt es Schaltjahre?
Willst du jetzt eine astronomische, eine historische Erklärung haben? Ach, es gibt zwei unterschiedliche. Ich dachte, es gäbe nur eine astronomische Erklärung. Es gibt eine astronomische Erklärung, warum du Schalttage brauchst. Und es gibt eine historische Erklärung, warum es der 29. Februar ist. Ach so, das habe ich sogar mal irgendwo gelesen. Ich will die astronomische Erklärung. Falls du beide kennst, kannst du auch beide sagen. Hinterher sage ich dir, worauf ich eigentlich hinaus will. Ich hab da auch schon mal drüber geblockt, selbstverständlich. Natürlich. Es ist eigentlich ganz logisch, warum wir einen Schalttag brauchen. Ja? Es gibt zwei Perioden, die unser Kalender bestimmen. Ja? Einmal die Drehung der Erde um ihre eigene Achse. Und Achtung, ich versuch's mal, weil ich habe es neulich unserem Großen versucht zu erklären. Hm. Einmal die Drehung der Erde um die eigene Achse. Ich dachte, der Umlauf des Mondes um die Erde und der Umlauf der Erde um die Sonne wären da abhängig. Nee, der Mond ist vollkommen egal. Ah, ich dachte, das wäre so ein Kalender. Wir haben einen Sonnen. Ja, der kommt auf an. Natürlich kannst du den Mond auch, je nachdem, ob du einen Mondkalender oder einen Sonnenkalender hast. Okay. Und ein Lunar Soli. Soli, Luna, ich kann nicht, wie es heißt, Sonne, Mondkalender halt. Mhm. Aber im Prinzip, das mit dem Schalttag ist, wir haben, die Erde braucht einen Tag, um sich um ihre eigene Achse zu drehen, also 24 Stunden. Und einmal um die Sonne rum braucht die Erde 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45,216 Sekunden. Und diese 5 Stunden, die addieren wir so lange, bis sie einen Tag ergeben und das ist alle 4 Jahre. Und wie gesagt, das Ding ist, wir könnten natürlich einen Kalender haben, der 365 Tage hat und dann noch einen 5 Stunden, 48 Minuten Tag hinten dran machen. Aber das ist natürlich scheiße, weil dann ist es irgendwie, wenn dieser Mini-Tag zu Ende ist, dann ist halt irgendwie die Erde noch nicht einmal rum und dann ist unser ganzer Rest verschieden, dann passen die Uhrzeiten nicht mehr zusammen. Das heißt, wir können im Prinzip nur Kalender mit ganzen Tagen machen. Jetzt können wir entweder 365 nehmen oder 366 und haben einen Unterschied. Und wir haben uns halt für 365 entschieden und da bleiben uns eben 0,24 Tage übrig. Ja? Also unser Kalenderjahr ist 0,24 Tage zu kurz. Jo. Und der Fehler summiert sich. Ja? Also wenn wir das irgendwie nichts dagegen tun würden, hätten wir nach, ich glaube, 750 Jahre sind es ungefähr, nach 750 Jahren wäre das dann so weit verschoben, dass wir Weihnachten, also wenn Weihnachten ist, wäre es draußen sommerlich warm. Mhm. Ja? Das Schöne ist, wenn du diese 0,24219 Tage nimmst. Ihr Pi-Leute immer. Mit sowas rechne ich auch durchaus schon öfter mal. Also diese habe ich vorher oft gerechnet, weil ich gerade diese Umläufe in der Himmelsmechanik oft gebraucht habe. Also wenn du die mal 4 nimmst, kommst du auf jeden Fall fast genau einen Tag. Also 0,24 mal 4 ist fast 1, ja, also 0,96 oder sowas. Und fast ein ganzer Tag. Ja. Das heißt, nach 4 Jahren macht der Fehler einen ganzen Tag aus, darum haust du nach den 4 Jahren einen Tag dazu, hast dem 366 Tage. Aber sind wir dann nicht ein Stück zu lang? Genau, da bist du nämlich zu lang. Ja? Du kannst mit ausrechnen, wenn es quasi über ein 100, ich mache jetzt mal die Seite auf, weil ich die Zahlen nicht mehr alle auswendig kann. Also wenn du jetzt quasi über einen 100 Jahre Zeitraum rechnest, ja, in 100 Jahren ist jedes vierte ein Schaltjahr. Ja. Du hast also 25 Jahre mit 366 Tagen und 75 Jahre mit 365 Tagen. Mhm. Und wenn du das umrechnest, kommst du auf 36.525 Tage in den 100 Kalenderjahren. 100 Umläufe der Erde um die Sonne dauern aber 36.524,219. Das heißt, jetzt bist du ein bisschen zu lang. Ja, du hast 0,78 Tage Fehler auf 100 Jahre gemacht. Ja, also 11 Minuten ungefähr. Das ist jetzt, kann man sagen, es ist nicht so tragisch. Aber wir wollen es halt schon genau haben. Und wenn du 100 Jahre 0,78 Tage ist der Fehler. Mhm. Das ist fast wieder ein ganzer Tag. Ja. Das heißt, unser Kalender war jetzt ein bisschen zu lang. Drum machen wir den alle 100 Jahre ein kleines bisschen zu kurz. Ja. Also nehmen alle 100 Jahre von einem Schaltjahr, also eigentlich alle 100 Jahre, wenn ein Schaltjahr wäre, nehmen wir den Schalttag wieder raus. Ja. Okay. Ja, und so gleicht sich das dann Sicht immer schön aus. Ja, genau, ja. Also darum haben wir halt diese Regel, jedes vierte Jahr ist ein Schaltjahr, aber in jedem Jahrhundert machen wir eine Ausnahme und entfernen den Schalttag wieder und zwar immer dann, wenn sich diese Jahreszahl ohne Rest durch 100 teilen lässt. Ja, also zum Beispiel 2100 ist kein Schaltjahr, 2200 ist kein Schaltjahr und das geht dann noch weiter. Also wir haben dann diese 400-Jahr-Regelung noch, dass das irgendwie, wenn wir dann wieder ein bisschen zu kurz sind, also nehmen wir dann wieder ein Schaltjahr, machen wir dann doch wieder ein Schaltjahr, also das Jahr 2000 wäre eigentlich kein Schaltjahr, wäre eigentlich ein Schaltjahr gewesen, ist dann aber kein Schaltjahr gewesen aufgrund dieser Korrektur, ist dann aber doch wieder ein Schaltjahr gewesen, weil wir alle 400 Jahre die Korrektur der Korrektur wieder aussetzen. Ja? Also so kommen wir halt irgendwie, ich glaube, wir machen einen Fehler von 27 Sekunden in
27 Sekunden ist unser Jahr zu kurz momentan. Okay. Und das, wie gesagt, da ist wirklich der Fehler erst in ein paar tausend Jahren so, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Das heißt, ich muss, erstens muss ich dem großen Kind das nochmal neu erklären und um Verzeihung bitten, weil ich Mist geredet habe. Das andere ist, ich wollte eigentlich nur ein bisschen Reklame machen, aber danke für die lange Einleitung. Dieses Jahr ist ein Schaltjahr, denn das heißt, wir haben einen 29. Februar. Der ist am Sonntag oder am Montag, ja, egal, weil ist ja zeitsouveränes Nachhören hier. Und der 29. Februar ist ausgerufen worden zum Tag der seltenen Erkrankungen. Mhm. Da gibt es jetzt irgendwie eine neue Anlaufstelle am Universitätsklinikum Jena bei dir zu Hause. Ja. Ich wollte einfach diesen Umstand, dass es den Tag der seltenen Erkrankungen am 29. Februar gibt, nutzen, um auf eine Sendung hinzuweisen, die ich im vergangenen Jahr aufgenommen habe. Und zwar im Rahmen des Resonators, also dem Podcast, den ich für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren produziere. Da ist die Folge 54, die beschäftigt sich mit seltenen Erkrankungen. Da kriege ich ausführlichst erklärt, was das ist und wie man damit umgeht. Und sehr spannende Sendung fand ich. Weil seltene Erkrankungen betreffen halt Leute, wie war das? Wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen davon betroffen sind. Dann ist es eine seltene Erkrankung. Ja. Ja. Und die sind halt so gut wie gar nicht behandelbar, weil die Pharmaforschung unfassbar teuer ist. Also bis du ein Medikament zugelassen kriegst, kostet es dich 1 Milliarde im Zweifelsfall. Und da wir Marktwirtschaft machen, bekommst du dieses Geld nie wieder raus. Mhm. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, da sowas zu machen. Orphan Drugs heißen die. Also Waisenmedikamente, also Medikamente, die tatsächlich nur für einen ganz speziellen kleinen Fall hergestellt werden. Aber das sind meist Abfallprodukte, also Zufallsfunde, wo dann auch nochmal ein anderer Patentschutz drauf ist als auf normalen Medikamenten. Also wer solche Orphan Drugs entwickelt oder findet, der darf die ein bisschen länger auswerten und vermarkten, als das normalerweise der Fall ist. Soweit meine Erinnerung. Hört in den Resonator 54 rein, da wird das alles schön erklärt. Ja, es gibt auch einen Bekannter von mir, macht da irgendwie auch, der ist auch so ein Mikrobiologe und forscht auch über, ich weiß nicht genau welche, aber auch irgendwie eine ganz seltene genetische Erkrankung und so weiter. Und der meint halt auch, dass wenn er da was rausfindet, dann nutzt es ganz wenigen Menschen, denen dafür aber richtig ordentlich, aber so halt reich werden oder sowas kann man damit nicht großartig. Nee, wirklich nicht. Es gibt ja eine häufige Erkrankung, ist übrigens Alzheimer. Da kontere ich jetzt mal mit. Alzheimer, also wir werden alle irgendwann dement. Das heißt, unser Gehirn verkalkt. Hat man früher auch schon gesagt, ja, der Opa, der ist ein bisschen verkalkt. Ne? Und das ist, im Grunde kann man das so beschreiben. Ne? Also im Gehirn gibt es Kalkablagerungen, die machen dann irgendwas da und man wird halt doof davon. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass es einen Rückgang der Demenzerkrankungen gibt. Und zwar, die Zahlen jetzt irgendwie Weil alle Abflussreiniger trinken. Weil alle Abflussreiniger trinken. Nee. Aber die Häufigkeit von Demenz-Neuerkrankungen, jetzt habe ich es gefunden, die Häufigkeit von Demenz-Neuerkrankungen ist seit 1997 in jedem Jahrzehnt um 20% zurückgegangen. Das klingt eigentlich nicht schlecht, oder? Das klingt überhaupt nicht schlecht. Das ist ziemlich klasse sogar. Sie erklären sich das oder glauben oder vermuten als Ursache gestiegenes Bildungsniveau. Insgesamt, also sie haben in den USA gestiegenes Bildungsniveau und den Rückgang von Risikofaktoren für Herz- und Gefäßkrankheiten, weil Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte eher erkannt und intensiver behandelt werden. Also es war halt früher nicht so. Früher haben die Leute ein bisschen Bluthochdruck. Außerdem die frühe Erkennung, bessere Behandlung von Gefäßleiden soll das Demenzrisiko auch senken. Nicht schlecht. Weil sie vor allen Dingen gesehen haben, dass gefäßbedingte Demenz stark rückläufig war. Ja. Fand ich irgendwie ganz eine frohe Botschaft aus dem Reich der Medizin. Ja, ich habe auch eine frohe Botschaft. Bitte. Verkünde sie mir, oh Meister. Wissenschaftler haben eine neue Spinnenart im Südwesten der USA entdeckt. Die Rock'n'Roll-Spinne. Fast. Ja. Fast. Sie haben sie benannt nach Johnny Cash. Ja, das Aphonopelma Johnnycashi. Johnnycashi, sehr schön. Aber will man nach einer Spinne benannt? Ah, gut, der kann sich nicht mehr wehren. Ne? Ich glaube, nach Johnny Cash hätte das sicherlich gefallen. Als Jim Henson beerdigt wurde, hat Kermit der Frosch gesungen "It's not easy being green".
Also schlimmer geht immer, wollte ich damit sagen. Ja. Nee, ach, ich finde Johnny Cash. Ich habe deswegen gemerkt, es werde andauernd, nämlich gibt es ja noch jede Menge Zeugs, das nach Prominenten kann. Aber ich finde halt Johnny Cash so großartig drum, wenn es gefallen. Das ist echt schön. Ist das irgendeine besondere Spinne oder ist es einfach nur eine neue Spinne? Die ist tief schwarz und wurde in der Nähe des berühmten Folsom State Gefängnisses in Kalifornien entdeckt. Ist das das, wo er aufgetreten ist? Das ist Folsom Prison Blues, ja. Ah, okay. Wo da ist er aufgetreten. Und die haben, ich glaube irgendwie, sie haben, ich glaube, das ist eine Vogelspinnenarten, sie haben irgendwie Vogelspinnenarten neu klassifiziert und dabei festgestellt, dass eben irgendwie 14 neue Spezies oder sowas, irgendwie jede Menge Spezies waren irgendwie keine eigenen, aber 14 neue und das war jetzt irgendwie hier eine, anscheinend irgendwie eine, die sie vorher jetzt quasi falsch klassifiziert hatten oder sonst irgendwas. Also ich habe noch was sehr Schönes gefunden. Darf ich noch wenn wir, bevor wir das da, wenn wir schon hier, ich mit das Namen schon ich mal nämlich, sind. Ja, ne, ich habe nämlich dann bei Wikipedia geguckt, ob ich da auch mehr über die Spinne rausfinde. Und ehrlich, die deutsche Wikipedia ist ja teilweise ein bisschen immer so ein bisschen extra seriös. Ja. Ich finde das ja sehr angenehm übrigens. Ja, aber, ja eh. Und ja, na, aber ich meine, sowas, was die Artikel angeht, ja, also es gibt in der englischen Wikipedia gibt es viel mehr irgendwie absurden Kram. Stimmt, aber es gibt hier in der deutschen Wikipedia, habe ich mich doch gefreut, den Artikel zu finden mit dem Titel Liste skurriler wissenschaftlicher Namen aus der Biologie. Und da gibt es eine ganze Liste halt irgendwie mit skurrilen wissenschaftlichen Namen aus der Biologie. Unter anderem wird halt alles aufgezählt, was halt irgendwie alles nach irgendwelchen Prominenten benannt ist. Ja, also die kennt man hier diese Käfer nach George Bush und Dick Cheney benannt sind und eben, keine Ahnung, irgendwie den Hitler-Käfer und so weiter und irgendwie den Wollmaki, der nach John Cleese benannt ist, also Unmengen Zeugs, das nach irgendwas benannt ist und dann gibt es halt irgendwie auch die ganzen nach fiktiven Personen, aber ich fand schön, also die, meine Lieblingskategorie war da auch die sonstige Kuriosa. Da gibt es zum Beispiel eine australische Stabschreckenart, die ein österreichischer Zoologe benannt hat und dann anscheinend war das sehr, sehr schwierig, eine langwierige Untersuchung, diese neue Gattung einzuführen. Und der hat diese Stabstreckenart, nachdem er es dann wirklich hat, nach dieser anscheinend sehr langen, komplizierten Arbeit, hat er sie den Hammer außer benannt. Ja, also den Hammer außer. Also den, heißt wie den Hammer, also wir haben ja zwei Namen immer, den Hammer außer. Super. Aber da gibt es irgendwie noch mehr, ja, es gibt auch mehr. Also es gibt irgendwie 1994, also das war jetzt irgendwie 1912, das ist irgendwie 1994 die Geschichte. Österreichische Entomologen haben auch, Fanghafte? Keine Ahnung, was Fanghafte sind. Keine Ahnung. Viecher, irgendwelche Viecher anscheinend. Auch irgendwie so komisch, aber ich mach's mal auf. Ah ja, auch irgendwelche Netzflügler, also auch irgendwelche Schrecken, ja. Und da war anscheinend irgendwie, auch haben sie auch irgendwas falsch klassifiziert, oder das ist falsch Klassifizierung verwechselt worden. Und dieses Mantis-Dings, also die haben sie dann genannt, offiziell Mantispa a Verwechselte. Was? Nochmal. Mantispa a Verwechselte. Mantispa a Verwechselte. Also er schreibt A verwechselte. Ja, ja, aber den ersten Teil verstehe ich nicht. Das ist einfach nur Mantispa, so heißt das Viech. Ach so, also okay, Mantispa, so wie Mantis, okay. Ja, so Schrecke. Also falscher das ist Hase. A verwechselte Mantispa, aber geschrieben halt mit A-P-H, also wie so lateinisch Afa. Also, und das, die haben in dieser Liste seltsam viele Österreicher drin, die sonst ich, genau das wollte ich gerade sagen. Ja, da gibt es nämlich hier auch weil ihr so einen morbiden Humor habt. Ja, da gibt es eine fossile Muschel. Ja, eine Fuschel. Paläontologe entdeckt Fuschel. Eine fossile Muschelart, die anscheinend auch ein Österreicher oder Österreich-Liebhaber benannt hat. Also diese Muschelart ist schon ein Parvamusium, was immer auch das ist, aber sie heißt eben offiziell Parvamusium Mordstrom. Mordstrom. Also Mordstrom. Ja, also das ist war das auch ein Österreicher? Vermutlich, also das ist auf jeden Fall österreichisch, ja. Aber also, Mordstrom, ich weiß nicht, was das auf österreichisch heißt, aber auf Kölsch heißt das eine sehr große Trommel. Nee, Mordstrom. So Drum ist halt irgendwie ein Ding. Ja, so Mordstrom. Okay. Mhm. Mordstrom irgendwas. Ja, so okay, richtig. Stimmt. Drum ist in Köln dann eigentlich auch Ding. Wenn man, also ich kann die Liste nur empfehlen hier. Da kann man viel Spaß haben mit der bei Wikipedia. Vermutlich ist die englische Liste noch, gibt es sicherlich auf Englisch auch, wo sie noch noch lustiger, länger ist, aber genau. Die ist schon, da kann man schon viel Spaß haben damit. Also, mir ist zugespielt worden, was heißt zugespielt worden? Mir hat es jemand geschickt, eine Hörereinsendung, über einen sehr, 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 sehr schönen wissenschaftlichen Hoax. So, die Theorie lautet wie folgt. Der erste Mauertote war ein Polizeihund namens Rex. Der dritte Weltkrieg wurde nur durch Einhaltung des Leinenzwangs für die Wachhunde der NVA-Grenztruppen verhindert.
Die Wachhunde der Grenztruppen stammen eigentlich von den KZ-Hunden der Nazis ab, können dafür aber nichts, weil die Hunde ja auch unter der Mauer gelitten haben, sogar viel länger als die Menschen unter der Mauer gelitten haben, denn für die Hunde hat die deutsche Teilung 280 Jahre gedauert, weil Hundejahre. Das Ganze ist aus einer. Das ist großartig. Das Ganze ist aus einem Papier, das eine Gruppe kritischer Wissenschaftler eingereicht hat. Und zwar gab es im Februar, also vor einem Jahr, an der TU Berlin eine Veranstaltung der Human Animal Studies. Und sie haben ein Paper, also sie haben Call for Paper rausgeschickt. Daraufhin haben diese Wissenschaftler ein Paper eingereicht, das heißt der deutsch-deutsche Schäferhund. Entschuldigung. Ja, genau. Das ist schon, das ist so ein bisschen Kochen im Unrechtsstaat. Also der deutsch-deutsche Schäferhund. Haben halt ja, das Ding eingereicht, haben einen Vortrag gehalten, in dem sie eben diese Thesen aufgestellt haben. Also ne, Mauerhunde sind die eigentlichen Opfer, bla 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 bla. Dann, ja, Westschäferhund, also die Westschäferhunde, wie war das? Ich weiß gar nicht, genau, ich zitiere, im Rahmen des Schutzes der EU-Außengrenze sahen die Westschäferhunde sich damit konfrontiert, dass sie nun aggressiv gegen Flüchtlinge und Schleuser vorgehen mussten, anstatt diese, wie zuvor an der innerdeutschen Grenze, im Schutz der Leine mit freundlichem Gebell willkommen zu heißen. Ich wollte gerade fragen, ob sächsische Schäferhunde die Ausländer eher beißt als die das, weiß ich nicht, Hamburger Schäferhunde. Das Beste kommt noch, das Beste kommt noch. Also, sie haben halt dieses Paper eingereicht, haben diesen Vortrag gehalten, sehr schön dokumentiert, ich tue da ein paar Links in die Shownotes, haben diesen Vortrag gehalten, haben eigentlich die ganze Zeit erwartet, dass die Leute sich kaputt lachen oder wenigstens irgendwie Gegenrede entsteht. Stattdessen ist immer mehr Applaus entstanden. Dann haben sie sich gedacht, okay, wenn wir jetzt hier auf diesem TU-Panel die Leute verarscht kriegen, dann versuchen wir mal noch was anderes und haben das Ding eingereicht an eine Zeitschrift namens Totalitarismus und Demokratie vom Hannah-Arendt-Institut. Und die haben es gedruckt. Aha. Allerdings leicht verändert, haben zurückgemeldet, naja, diese EU-Außengrenze, also EU, ne, dieses Grenzsicherungskritik, das lassen sie mal besser raus. Aber nicht, weil es Schwachsinn war, sondern weil es politisch nicht opportun war. Das ist wirklich großartig. Das habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Ich auch nicht, ist mir geschickt worden. Sie schreiben halt, der Grund dafür, dass das so gut angekommen ist, also dass die Leute das nicht kritisch hinterfragt haben, den sehen sie darin, dass der Text also einmal mit den Human Animal Studies das, Achtung, Zitat, Vokabular der neuesten akademischen Mode aufgegriffen hat und gleichzeitig altbekannte Rhetorik zum DDR-Unrechtsstaat reproduziert. So, oh nee, klingt plausibel, machen wir. Ja, damit wir wieder bei flachen Erde wären. Wirklich, ich habe Tränen gelacht, als ich das gelesen habe. Ja, der deutsch-deutsche Schäferhund. Ja. Ach. Ja, sowas Lustiges habe ich leider nicht. Ich habe noch eine Geschichte. Ja. Die Geschichte mit den, wir hatten ja heute schon die dunkle Materie. Mhm. Es gibt noch die Geschichte mit den Fast Radio Bursts und der fehlenden normalen Materie. Was? Weißt du, was Fast Radio Bursts sind? Nein. Ich könnte es jetzt versuchen, mir herzuleiten, aber sag's einfach. Es sind Radioblitze. Ja. Radioblitz, ja. Also hat jetzt nichts mit deinem Radio zu tun, sondern mit Radiostrahlung. Also man hat das erste Mal gesehen, ich glaube 2006 erst, also noch gar nicht lange her. Also da hat man wirklich plötzlich für extrem kurze Zeiträume, also wirklich Millisekunden oder sowas, extrem starke Radiosignale bekommen. Also wirklich nicht Signalen im Sinne von Informationen, sondern einfach halt irgendwie Radiostrahlung. Genauso wie halt eine Supernova, wo es halt wie hell, normalen Licht quasi blitzt, hat man hier einen Radioausbruch gehabt und eben nicht dafür für so eine Supernova, ja, die leuchtet halt ein paar Tage oder Wochen hell am Himmel, bevor sie verschwindet. Dieser Radioblitz hat wirklich nur ein paar Millisekunden geblitzt, dann war er wieder weg. Mhm. Ja, und wie gesagt, eben darum heißen die eben Fast Radio Burst. Und das fast, Ding weil er so kurz ist. Genau. Okay. Und das Ding ist, das Problem ist halt, wenn das halt nur so ein paar Millisekunden kurz ist, dann kannst du noch nicht wirklich erforschen, ja, weil du, vor allem, du kannst es noch nicht wirklich bemerken, ja. Das Problem ist, haben die immer erst in Archivdaten entdeckt, ja. Mhm. Also, die haben halt nämlich alten Daten durchgeschaut und dann gesehen, da war ja irgendwas. Und das Problem war, also wie gesagt, den ersten 2006 und danach hatten sie noch 15 weitere oder sowas von denen gefunden. Aber halt, ich glaube, das letzte Mal war der in den Medien, weil ich glaube, letztes Jahr irgendwo gab es mal schon mal ein paar Berichte drüber, weil die da irgendwie geschafft haben, einen fast live zu beobachten. Ja, also die haben wirklich gerade Glück gehabt, ein so ein Ding wirklich halt in Echtzeit aufzunehmen. Und
Jetzt, wie gesagt, haben die ungefähr 15 oder sowas, haben aber immer noch keine Ahnung, was das genau geht. Das war schön in dieser Pressemitteilung über diese aktuelle Arbeit, hat einer von den Wissenschaftlern gesagt, es gibt mehr Theorien über Radioblitze, als man Radioblitze kennt. Also weil man immer noch nicht weiß, wie diese Dinger entstehen, diese Radioblitze, was diese kurzfristigen Ausbrüche erzeugt, weil man vor allem auch noch nicht weiß, wie weit die Dinger weg sind. Ja, also man weiß nicht, ist das genau das Problem, was wir vorhin hatten? Ist das was jetzt gar nicht so extrem hochenergetisch ist, weil es recht nahe ist? Mhm. Oder ist es was wahnsinnig hochenergetisch ist und gleichzeitig extrem weit weg? Das hat man nicht gewusst. Man kann das bei den Radioblitzen, kann man das ein bisschen rausfinden, weil die etwas haben, das man Dispersion nennt. Ja? Das heißt, dass die unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich ankommen. Ja? Also die Strahlung mit höherer Frequenz taucht ein bisschen früher auf beim Empfänger als die mit niedriger Frequenz, ja. Weil durch den ganzen Materiekrempel zwischen Sender und Empfänger halt quasi so aufdispersiert wird. Nee, das ist nicht das richtige Adjektiv. Dispersion, Adjektiv dispersiert? Ich habe keine Ahnung. Also ihr wisst, was gemeint ist, ja. Man kann halt da, es war halt immer noch nicht genug, um rauszufinden, wo das wirklich, es war ein Indiz dafür, dass das eben von weit weg kommt, weil eben sonst das nicht so ausgeprägt gewesen wäre, diese Dispersion. Aber es war eben nicht ganz klar. Und jetzt haben die, wir haben jetzt quasi so ein neues System entwickelt, wirklich, also so ein Superb hieß das, von den australischen Astronomen waren es, glaube ich, die haben wirklich so ein automatisiertes System, wo halt, wenn irgendwie ein Teleskop diesen Blitz sieht, sofort Unmengen anderer Teleskope ebenfalls aktiviert werden und hingucken. Mhm. Und in dem Fall haben sie am 18. April letzten Jahres im australischen Parkes Observatory so einen Fast Radio Burst gesehen und dann konnte man tatsächlich im normalen Licht. Ein japanisches Teleskop hat dann eine Galaxie dort gefunden, dort wo dieser Radioburst herkam. Mhm. Eine elliptische Galaxie, was ein Hinweis darauf ist, dass das eben schon recht alt ist. Also elliptische Galaxien sind generell älter als die Spiralgalaxien, in denen wir leben. Und vor allem ist die auch weit weg. Ja? Die Lichtlaufzeit ist irgendwie 6 Milliarden Jahre. Mhm. Also das Zeug ist echt, also die Galaxie ist echt weit entfernt. Und jetzt weiß man, dass zumindest ein paar dieser Fast Radio Bursts wirklich von weit, weit herkommen. Also wirklich extrem hochenergetisch sein müssen, weil sonst wären die bei uns nicht mehr so stark. Man weiß immer noch nicht genau, was die auslöst. Man geht davon aus, dass es halt eben auch wieder diese Dinge, kollidierende Neutronensterne, kollidierende schwarze Löcher oder sowas halt sind. Ja, also wirklich das, diese Ereignisse, wo halt wirklich extrem viel Energie frei werden kann. Wo es dann auch die Gravitationswellenastronomie weiterhelfen kann, die ja letztens gerade geboren wurde. Stimmt, damit kann man da reingucken. Ja. Genau, in der Form kannst du überprüfen. Also wenn du dann irgendwie da siehst, da hier kommt ein Fast Radio Burst und dann kommt da auch noch irgendwie Gravitationswellen, die auf schwarze Löcher hindeuten, dann wissen wir halt, okay, das waren jetzt schwarze Löcher, die da kollidiert sind oder Neutronensterne, die kollidiert sind. Hm. Also das wird in Zukunft wesentlich einfacher werden. Aber in dem Fall, wie gesagt, wissen wir jetzt eben schon ein bisschen mehr darüber, über diese Bursts, dass die eben von weit weg kommen, dass die extrem hochenergetisch sind. Und das ist eben der zweite große Punkt. Man kann jetzt, wenn man die Entfernung kennt, kann man jetzt auch aus dieser Dispersion der Radiofrequenzen ein bisschen mehr über die ganze Materie zwischen Quelle und Empfänger rausfinden, weil man jetzt weiß, wie viel dazwischen liegt, wie viel Distanz dazwischen ist. Mhm. Und das war eben das Interessante, weil wir wissen, die normale Materie, also jetzt nichts Dunkles, sondern einfach das ganz normale Zeug, aus dem wir alles bestehen. Ja? Da wissen wir, wie viel da ungefähr da ist. Das Problem ist, wenn wir wirklich die normalen Sterne, die ganzen Gaswolken und so weiter angucken, dann reicht es eigentlich nicht aus, um dass das ist eigentlich zu wenig, als wir eigentlich davon ausgehen, dass normale Materie vorhanden ist. Weil wir eben der Großteil oder ein großer Teil dieser normalen Materie ist extrem dünnes Gas, das sich zwischen den Galaxien befindet. Ja, also wirklich so dünn, so kalt, dass du das kaum irgendwie vernünftig beobachten kannst. Mhm. Also wir wissen, dass das Zeug da sein muss aus verschiedenen theoretischen Überlegungen. Man sieht ja dann auch irgendwie teilweise, wie ferne Galaxien irgendwie so galaktische Jets aus ihren schwarzen Löchern, zentralen schwarzen Löchern rausschießen und so weiter. Und wir wissen, dass Supernova ständig irgendwie Teilchen da rauspfeffern. Also wir wissen, dass zwischen den Galaxien Zeug ist, aber eben nicht genau, wie dicht, wie viel und so weiter. Und mit dieser Dispersion kannst du jetzt das tatsächlich durchaus messen, also nicht messen, aber du kannst halt wirklich zeigen, dass das jetzt mit diesem
einem Radioblitz konnten wir schon zeigen, dass die Materie, die Dispersion verursacht hat, tatsächlich genau die, im Prinzip die fehlende Menge ausmacht, beziehungsweise halt genau so viel da ist, wie man sich erwarten würde, wenn eben die ganze, wenn unsere Schätzungen über die Menge der intergalaktischen Materie korrekt ist. Ja, also wir wissen, dass jetzt quasi unser Masseninventar der normalen Materie korrekt ist. Okay. Übrigens Streuung. Dispersion. Ach, ja. Es streut. Ja. Dispersion streut. Ja, man muss auch ab und zu hier. Ja. Ich habe was Feines noch also aus der Welt der Psychologie mitgebracht. Ja. Der unfassbar exakten Wissenschaft Psychologie. Und zwar Vorurteile. Wie soll ich sagen? Also Vorurteile. Achso, ich dachte, du hättest nur Vorurteile mitgebracht. Also ich habe nur Vorurteile der Psychologie gegenüber. Vorurteile machen das Hirn schneller. Schweizer Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass wenn wir jemanden loben müssen, brauchen wir länger dafür, dieses Lob auszusprechen, als wenn wir jemanden kritisieren müssen. Das haben sie gemessen, indem sie so ein hier, sag mal, was du toll findest, sag mal, was du nicht toll findest, was weiß ich, Pizza und AfD. Und dann haben sie den Leuten halt Begriffe gezeigt und sie mussten dann halt Knöpfe drücken und positiv, negativ zuordnen. So. Und haben dabei dann halt rausgefunden, dass wenn du dein Vorurteil bestätigst, also egal, ob du dein Vorurteil bestätigst oder ob du dein Vorurteil widerlegst, indem du halt sagst, nee, ich finde die AfD gut, arbeiten exakt die gleichen Prozesse im Gehirn, das haben sie dann mit hier EEG sich angeguckt, arbeiten exakt die gleichen Prozesse im Gehirn. Wenn du dein Vorurteil aber nicht bestätigst, brauchen diese Prozesse ein wenig länger. Mhm. Ja, und weil das Gehirn natürlich ein Komplexitätsreduktionsautomat und ein äußerst ökonomisches Organ ist, wirst du eher deine Vorurteile bestätigen, weil du nicht so viel Energie aufwenden musst, weil du nicht so viel Zeit aufwenden musst. Fand ich übrigens ganz nett. Wer Vorurteile hat, ist faul. Dessen Gehirn ist faul, sagen wir so. Obwohl, okay. Jetzt müssten wir über gucken, ob das Ich das Gehirn ist oder was noch was anderes. Ne? Ja, wer Vorurteile hat, ist faul, ja. Genau. Das wissen wir schon seit absolute Giganten. Hitler war faul. Ich weiß noch nicht mehr warum, genau, weil die anderen hat arbeiten lassen oder sowas. Sie hat noch was aus der Psychologie. Ja. Schlafmangel macht falsche Geständnisse. Haben amerikanische über der Polizei oder einfach nur so? Oder? So grundsätzlich. Also amerikanische Wissenschaftler haben halt herausgefunden, dass wenn du zu wenig schläfst, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein falsches Geständnis unterschreibst, 4,5 Mal so hoch ist, wie wenn du ausgeschlafen bist. Das Ganze haben sie nicht mit Strafgefangenen oder Verbrechern getestet, sondern mit Studenten. Haben 88 Studenten genommen. Entweder ne, eine Gruppe durfte ausschauen, die andere Gruppe wurde wachgehalten nachts. Nachdem ihnen unterstellt wurde, dass sie Studiendaten am PC durch das Drücken der Escape-Taste gelöscht hatten. Ne? Also, ihr habt Studiendaten gelöscht, geht schlafen, ihr habt Studiendaten gelöscht, bleibt wach. Am Ende haben sie denen Geständnisse hingelegt und gesagt, so, hier, unterschreib mal, dass du die Daten gelöscht hast. Haben die ausgeschlafen und gesagt, leck mich. Und die Wachgehaltenen haben halt 4,5 Mal öfter gesagt, ja, okay, ich war's. Also 18% der Ausgeschlafenen entsprechen 4,5 mal so viel, also fast alle Nicht-Ausgeschlafenen. Finde ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich das beeindruckt. Ich weiß nicht, ich finde die gerade, dass man quasi einfach, wenn man unausgeschlafen ist, tendenziell eher halt irgendwie unkonzentrierter, unmotivierter, einfach nicht so drauf ist, ist jetzt irgendwie trivial. Also warum die gerade sich jetzt, ich weiß nicht, auf genauso gut hätten machen können, irgendwie können Studenten, die unausgeschlafen sind, besser oder schlechter Kreuzworträtsel lösen oder irgendwie sonst irgendwie was machen. Nee, warum ja darum, die jetzt gerade irgendwie auf die Geständnisse? Es geht ja darum, etwas zuzugeben, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Ja, eh, du weißt ja, du hast es nicht gelöscht, aber du unterschreibst trotzdem das Geständnis. Ja, aber du bist einfach irgendwie, wenn du jetzt wieder eine Nacht durchgemacht hast, dann weiß ich, bist du halt einfach nicht so geistig fit und da kannst du irgendwie, ich frage halt, warum die gerade, was die Motivation ist, gerade zu sagen, wir untersuchen jetzt, ob jemand falsch Geständnis unterschreibt. Ich meine, da gibt es so viele andere Kriterien, wie du irgendwie die geistige Aufmerksamkeit, Fitness, was auch immer du da haben willst, beurteilen kannst. Ja, also, aber wenn ich dir heute sage, hier, die Daten sind gelöscht, weil jemand auf Escape gedrückt hat und dich dann schlafen schicke oder nicht schlafen schicke und dich morgen und dir morgen sage, so übrigens, ich weiß, dass du den Knopf gedrückt hast und jetzt unterschreib mal, dass du ihn gedrückt hast. Dann wirst du ja noch wissen, egal wie ausgeschlafen du bist oder nicht, wirst du dich noch daran erinnern, ob du das gelöscht hast oder nicht.
Oder meinst du, dass du dann hingehst und dir denkst, vielleicht war ich tatsächlich unachtsam, ich kann mich nicht so gut dran erinnern, weil ich so unausgeschlafen bin? Ich weiß es nicht, ob das zusammenhängt. Genauso gut, wenn du sagst, irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwie ausgeschlafen bist, kannst du sagen, habe ich das jetzt schon gemacht? Habe ich jetzt hier irgendwie den Kühlschrank, den Herd abgedreht, nachdem ich die Wohnung verlassen habe oder sonst irgendwas? Oder habe ich jetzt hier den Text schon geschrieben, ja, aber das den ich schreiben wollte, sonst irgendwas? Also, sind doch die Sachen, die du dich fragst, die nicht gestern passiert sind, oder? Also, ja, wahrscheinlich könnte das auch bedeuten, dass Schlaf dazu führt, dass die Erinnerung hinterher besser funktioniert, ne? Genau, das glaube ich, würde ich sagen, aber müssen wir bitte mal gucken, was ob die nur das eine untersucht haben und dann daraus eine Schlagzeile geworden ist oder ob die noch anderen Krempel auch untersucht haben. Weiß ich jetzt auch nicht. Tja. So, ich habe noch eine Geschichte, ich habe noch mehr, aber eine interessante vielleicht noch. Erstmal eine Leseempfehlung quasi. Ja. Das Blog Back Reaction, weiß ich, ob du das schon mal gelesen hast. Das schreibt eine Physikerin aus Deutschland, Sabine Hossenfelder, so die kennst, die, also es sind auch noch andere Leute dabei, aber das ist irgendwie, die schreibt den Hauptteil. Ich habe die kennengelernt, die ist in Schweden, hat sie gearbeitet eine Zeit lang. Und da hat die auch irgendwie so einen Workshop für Wissenschaftsjournalismus irgendwie so organisiert. Und die ist einerseits, ist sie fachlich, gehört die zu den wirklich, also die ist durchaus in ihrem Feld, durchaus eine von den führenden Wissenschaftlern und schreibt dort auch wirklich ein sehr schönes Blog, also beschäftigt sich auch viel mit Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und dieses Back-Reaction-Blog ist halt eines, also sie schreibt auch noch in anderen Medien, kann irgendwie alles lesen, aber das ist halt, es ist halt quasi schon sehr fachspezifisch, kann man sagen, also es ist irgendwie nichts, was man so als kompletter Laie irgendwie lesen sollte mit dem Anspruch, alles verstehen zu wollen. Naja, oh ja, es kommt, wenn man ein bisschen mit so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Grundlagenwissen in der Wissenschaft und dann hat man schon, aber es sind halt wirklich, das sind halt irgendwie so halt kommt Diagramme aus Papers drin und so weiter. Aber es sind halt wirklich auch halt Themen drin, die man sonst nicht so liest. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell die Geschichte, die ich jetzt eigentlich hier erwähnen wollte, nachdem ich erwähnt habe, dass man die Publikationen von Sabine Hossenfelder lesen soll, weil die generell alle interessant sind. Da geht es um, wir haben ja am Anfang mit dem nächsten großen Ding begonnen. Und da ist es eben hier, ist vielleicht ein großes Ding, von dem wir noch nicht wissen, dass es ein großes Ding ist. Nämlich zu viele Neutrinos. Zu viele? Ja, zu viele Antineutrinos. Das musst du mir erklären. Nee, also normalerweise bei so teilchenphysikalischen Experimenten ist es ja meistens nicht so, dass du jetzt irgendwie sagst, wir machen jetzt ein Higgs-Boson und dann drückst du auf den Knopf und dann guckst du am Ende nach, ob dein Higgs-Boson rausgefallen ist oder nicht. Ja? So funktioniert das ja nicht. Da geht es alles quasi nur nach Statistik. Das heißt, wie sie damals das Higgs-Boson quasi nachgewiesen haben, haben die absurd viel hohe, weiß nicht, 10 hoch irgendwas, viele Teilchen miteinander kollidieren lassen über Wochen hinweg und gewusst, okay, nach dem, was wir jetzt über Elementarteilchen wissen, wenn wir die kollidieren lassen, in so und so viel Prozent der Fällen passiert das und es entstehen die Teilchen, die zerfallen in die Teilchen, die zerfallen in die Teilchen, am Ende bleiben die Teilchen übrig. Und in so und so vielen Fällen passiert das und in so und so vielen Fällen passiert das und am Ende kannst du quasi ausrechnen, was du quasi als im Durchschnitt als Resultat bekommen würdest. Ja, also du kriegst am Ende, sagen wir wieder vereinfacht gesagt, so und so viel Prozent von diesen Teilchen bleiben übrig, so und so viel Prozent von diesen Teilchen, so und so viel Prozent von diesen Teilchen. Aber halt nur im statistischen Sinne. Ja? Also wenn du ein Experiment machst, kann irgendwas rauskommen, genauso wie beim Würfeln. Ja? Also wie gesagt, wenn ich einen Würfel habe und einmal würfel, dann kann irgendwas rauskommen. Wenn ich 10.000 Mal würfel, weiß ich, ich habe halt quasi genauso viele mit einem, wahrscheinlich mit einem Sechstel Einser, mit einem Sechstel Zweier, mit einer Meinst du nicht, dass das eine gaußsche Normalverteilung wird? Das wäre mal interessant. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Das ist ich weiß, wenn ich irgendwie 60.000 Mal würfel, dann habe ich jeweils 10.000 Mal 1, 10.000 Mal 2, 10.000 Mal 3, 10.000 Mal 4, 10.000 Mal 5, 10.000 Mal 6. Oder 60.000 Mal 1. Das kann auch sein, aber halt nur sehr unwahrscheinlich. Ja.
Ja, wenn das so, ja, kommt das wahrscheinlich darauf an, wie du es zeichnest. Also du kannst es auch so zeichnen, wenn du jetzt quasi fragst, wie wahrscheinlich ist 60.000 mal 1, dann bist du auf dem hinteren Ende von der Gauss-Verteilung. Wenn du es so aufzeichnest, dann kriegst du auch eine Gauss-Verteilung raus. Aber ich sage, um das geht es ja nicht. Es geht im Prinzip, dass du halt quasi, du machst eine statistische Vorhersage, was du erwartest, dass rauskommt. Ja. Und wenn tatsächlich deine Theorie alles ist, was in der Realität stattfindet, dann kommt auch genau das raus, was du erwartest. Ja, also dann hast du deine Messwerte, liegen dann genau dort, wo deine Vorhersage liegt. Ja. Wenn jetzt da aber ein unbekanntes Teilchen drin ist, ja, wie zum Beispiel das Higgs-Boson, das nicht in deinen Erwartungen drinsteckt, dann kommt irgendwas anderes raus, weil dann eben zu einem gewissen Prozentsatz eben das Teilchen dann halt nicht so zerfällt, wie du es vorher gesagt hast, sondern eben dann zu einem Higgs-Teilchen zerfällt und das Higgs-Teilchen zu was anderem zerfällt. Und dann kriegst du halt irgendwie nicht 10% Teilchen A raus am Ende, sondern irgendwie 17% Teilchen A oder statt 7% Teilchen B nur 5% Teilchen B. Also du kriegst eine Abweichung. Aber die siehst du eben auch nur, wenn du es lang genug machst. Mhm. Und das ist diese, auch diese Geschichte, die sie bei den Teilchenphysikern haben mit diesen Sigmas, ja, weil du eben, du kannst tatsächlich mit 60.000 mal würfeln 60.000 mal eine 1 kriegen. Ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Genauso kann es sein, dass halt einfach zufällig du halt diese Abweichung drin hast, einfach weil da zufällig jetzt gerade mal die Teilchen alle halt mal so zerfallen sind und nicht so. Du halt irgendwie noch mehr machen als müssen. Diese Sigma-Abweichung, die sie immer sagen, dass wenn man sagt, du brauchst eine 5-Sigma-Abweichung, damit das als Entdeckung gilt, heißt eben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Abweichung zwischen Theorie und Vorhersage durch Zufall entstanden ist, ist halt bei 99,999275 oder keine Ahnung, das ist ja eine große Zahl. Das, wie gesagt, so macht man in der teilchenphysischen Entdeckung. Du machst sehr, sehr viele Versuche, rechnest vorher per Statistik aus, was erwartungsgemäß rauskommen sollte. Und wenn diese Vorhersage von der Messung abweicht, ist es ein Zeichen dafür, dass du was nicht inkludiert hast, was eben im Allgemeinen irgendwie ein neues Teilchen oder eine neue unbekannte Wechselwirkung ist. Mhm. Womit wir jetzt bei den Neutrinos wären. Ja? Du kannst die Neutrinos stecken ja, weiß man auch, wie sie verhalten. Das heißt, du kannst sagen, wenn du jetzt irgendwie einen Teilchendetektor vor ein Kernkraftwerk stellst, ja, und vorher fragst, weil sonst kriegst du Schwierigkeiten vermutlich, wenn du dann schon, weil die Wachleute, die da arbeiten, sowas noch nie gesehen haben, was du da aufbaust. Was machen die da? Wissenschaft. Ja, nee, aber ich sagte, das kann man doch machen, weil Neutrinos sind ja tendenziell immer schwer zu kriegen und Teilchen, also Kernreaktoren sind gute Neutrino-Quellen, weil die gehen halt irgendwie glatt durch, kannst du dich auch irgendwie, kann man schön messen. Also es wird durchaus viele Experimente vor mit Neutrinos von Kernkraftwerken gemacht. Und man kann auch vorhersagen, wie viel da rauskommen sollten Neutrinos von den Arten. Ja, und das hat man auch gemacht und festgestellt, ja, passt so, aber bei einer Stelle, also in den Neutrinos mit einer Energie von 5 Megaelektronenvolt, da passt es nicht. Da kommen nicht so viel raus, wie wir gedacht haben, dass rauskommen. Ja, da kommen eigentlich mehr. Achso, es kommen mehr. Es kommen mehr raus. Ja, dann hat man ein anderes Experiment gemacht. Bitte komplett andere, ja, anderes, glaube ich, in der Beschleuniger oder sowas. Auch wieder gesehen, aha, bei 5 Megaelektronenvolt, da kommen mehr Neutrinos, als es da sind. Also es gibt jetzt mittlerweile aber nur bei 5 Megaelektronenvolt, drunter und drüber nicht. Ja, das heißt halt, ja, das ist halt im Prinzip, dass wenn du halt irgendwie, sagen wir mal, dann zwei oder so beim Higgs-Boson, ja, das hat irgendwie, wenn du halt weißt, dein Teilchen hat eine Masse von so und so viel Elektronenvolt und dann kriegst du halt dann bei dieser Energie eben diese Abweichung, weil dann die Teilchen, die dann aus denen dieses Higgs-Boson dann irgendwie zerfällt und so weiter, die sammeln sich halt alle bei diesen Energiewerten an. Das heißt, die Abweichung in deinen zwischen Vorhersage und Theorie, die hast du immer dort bei dem Energiewert, der der Masse des Teilchens entspricht, dass du halt irgendwie nicht drin hast in deiner Rechnung. Und wie gesagt, Sabine hat jetzt in ihrem Blog eben drei relativ neue Experimente, also in den letzten 3 Jahren oder sowas, glaube ich, entstanden sind, gezeigt, die alle eben diese Abweichung bei 5 MeV gezeigt haben. Also für sich genommen, alle jetzt nicht so groß, nicht statistisch signifikant. Ja, also hätten halt genauso gut einfach nur Zufall sein können. Aber wenn man das kombiniert, bist du immerhin schon bei 4,1 Sigma. Ja, also es ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000, dass es Statistik ist, dass es Zufall ist. Statistik ist es auf jeden Fall. Aber die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10, also bis zu 99,999% ist es tatsächlich was Neues. Und das ist halt, ja, also da weiß man halt noch nicht, was es genau geht, ja. Also es gibt auf jeden Fall, was man weiß, ist, es gibt Zufälle in Neutrinos, die eine Masse von 5 MeV haben. Und es kann halt sein, dass das entweder die Detektoren
nicht richtig funktionieren, weil Neutrinos detektieren ist auch eine Scheißarbeit, ja, also weil die halt so gut wie nicht wechselwirken mit dem Rest der Materie, sind die halt schwer zu fassen. Ja, also es kann sein, dass man da irgendwie was falsch gemacht hat, nicht verstanden hat, dass das nicht richtig funktioniert. Es kann sein, es gibt bei den Neutrino-Oszillationen, das ist der aktuelle Physiknobelpreis, der vergeben worden ist. Also, dass man halt entdeckt, dass quasi, wenn ein Neutrino durch die Gegend fliegt, dann wechselt es zwischen drei verschiedenen Arten hin und her. Also, diese Elektronen-Neutrinos, Tauern-Neutrino und Myon-Neutrino, es oszilliert ständig zwischen den drei Zuständen hin und her. Und es kann sein, dass es noch einen anderen Zustand gibt. Also, es gibt diesen sterile Neutrinos, heißt es. Ja, also, noch einen Zustand, dem halt bis jetzt noch nicht nachgewiesen hat. Und dass das der Grund ist dafür, oder dass es irgendwas mit der Produktion zu tun hat, also dass die Modelle, wie wir irgendwie wie Neutrinos in Kernreaktoren funktionieren, noch nicht ganz verstanden haben, also quasi unsere Vorhersagen inhärent falsch sind, oder dass irgendwelche Hintergrundeffekte sind, ja, also dass da, keine Ahnung, was weiß ich, vielleicht gibt es ein geheimes Regierungsexperiment, was gerade unter dem Detektor stattgefunden hat oder sonst irgendwas, ja, also das sind halt die Möglichkeiten, die es gibt. Was genau da rauskommt, werden wir noch nicht sehen, aber es ist halt eins von den Dingen, die theoretisch ein großes Ding werden könnten, oder auch nicht. Ich beende diese Sendung, indem ich das größte Ding der Menschheit über diese Sendung decke, beziehungsweise über das Ende dieser Sendung, nämlich die Liebe. Schön angefangen, ne? Achso, ich dachte, da kommt noch eine Geschichte. Das nee, die kommt jetzt noch. Das wäre schon das Ende gewesen. Das wäre schon, ich decke die Liebe da, tschüss. Nee, es kommt noch was. Also, verliebt sein macht ja nicht nur was mit dem Geist, sondern auch was mit dem Körper. Also wir zeigen ja körperliche Reaktionen auf das Verliebtsein. Ne? Also unser Geschmacksempfinden ändert sich, unser Hormonspiegel ändert sich, unser Schmerzempfinden ändert sich. Und jetzt haben spanische Wissenschaftler festgestellt, dass sich außerdem auch die Körpertemperatur ändert. Ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, bei Verliebten mal nach der Körpertemperatur zu gucken? Bist du verliebt? Ja. Genau. Mit den Hintern. Was sie gemacht haben, ist, ne, sich Verliebte gesucht, haben den Fotos des Objekts, des Partners, hingelegt und haben dabei die Körpertemperatur gemessen. Das kann man ja mit diesen Kameras ganz gut machen. Und haben festgestellt, dass im Bereich der Wangen, Hände, Brust, Genitalien und um den Mund herum die Temperatur im Schnitt, Achtung, um 2 Grad Celsius gestiegen ist, sobald die Leute diese Fotos gesehen haben. Interessant. Das ist schon echt viel, 2 Grad. Ne? Außerdem, dann haben sie die Probanden genommen und gesagt, hier, du die Hand 2 Minuten lang in 0 Grad kaltes Wasser halten lassen. Terrorexperimente. Und haben dann geguckt, wie schnell sich die Probanden von diesem Kälteeindruck oder von dieser Kälte erholen, wenn sie das Bild des Partners sehen oder das halt nicht sehen. Und sie erholen sich auch schneller von Kälte, wenn sie das Bild sehen. Fand ich auch schön. Und noch eins haben wir gefunden. Das allerdings haben kanadische Forscher festgestellt. Und zwar, dass die Kussrichtung verrät, ob wir es mit einem Familienmitglied oder mit unserem Liebespartner zu tun haben. Das heißt Kussrichtung? Ja, in welche Richtung kann man denn küssen? In welche Richtung man sich wendet. Also du neigst ja so. Ich vermute, die Kopfneigung werden sie. Ja, ja, ja. Okay, gut. Küsst dein Elternteil ein Kind oder Mutter und Vater oder sowas, drehen die sich nach links. Ein romantischer Kuss an seinen Partner dreht sich meist nach rechts. Und bei Umarmungen soll das auch der Fall sein. Okay, ich bin mir noch dem Konzept der Kussrichtung nicht ganz. Also, ja, ich auch nicht. Als ich das gelesen habe, ich war mir auch nicht wirklich. Aber also, man kann es ja einfach mal ausprobieren an sich selbst. Kann ich mal frontal küssen oder sowas? Ist dich verboten? Oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist auch die Frage, ob die Nasen rechts voneinander oder links. Nee, ist ja immer. Das ist tatsächlich was ich mich auch gefragt habe, aber ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ja, weißt du, dass die in Kanada für komische Sitten haben? Vielleicht. Ja, die Kanadier, die sind ja eh komisch. Die freundlichen Amerikaner sind das. Aber gut, also wir werden jetzt in Zukunft immer noch mit der Infrarotkamera irgendwo auf Partys gehen, wo man dann gleich feststellen kann, Temperatur messen, um zu sehen, ob man sich verliebt hat oder nicht. Genau, und Leute küssen. Genau. Und immer behaupten, das wäre alles für die Wissenschaft. Dann kriegt man ja aber so die Richtung also zeigen. Genau, dann kriegt man vielleicht nicht ganz so viel Prügel, wenn man das ja, also mit Info. Entschuldigung, darf ich mal ein wissenschaftliches Experiment mit Ihnen machen? Nehmen Sie die Hand da weg! So, jetzt reicht's. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.